Willkommen bei Experten beraten. Heute geht es um den Standmixer von TZS First Austria. Es ist ein Hochleistungsstandmixer mit 1000 Watt Leistung, 1,75 Litern Fassungsvermögen und den packen wir mal eben aus. Hier haben wir einmal die Garantiekarte, Bedienungsanleitung in Deutsch und 13 weiteren Sprachen und das Gerät, das sehr eng in der Verpackung sitzt. Also hier haben wir einmal den Deckel. Hier kann man das hier öffnen, damit man während des Mixvorgangs noch Zutaten und Flüssigkeiten hinzufügen kann. Mal schauen, wie wir das hier rausbekommen. Wow. Ist auf jeden Fall hochsicher verpackt. Kraft. Und da der Behälter aus Glas ist, muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein. So. Jetzt haben wir's. Hier haben wir einmal den Behälter. Sehr bruchsicher und fest verpackt. Problematisch wird es, das später da wieder reinzubekommen. Schauen wir uns das Gerät mal ein bisschen näher an. Hier vorne hat man 5 Stufen, wo man die verschiedenen Geschwindigkeiten einstellen kann. Und ein P, das steht für Puls. Und das ist einmal eine Intervallschneidemixfunktion. Und gleichzeitig wird es auch zum Reinigen des Geräts benutzt. An der Unterseite des Geräts haben wir Saugnapffüße. Und es ist sehr schwer ohnehin. Das heißt, da wird sich wahrscheinlich nichts bewegen, wenn wir den gleich ausprobieren. Der Behälter hat hier unten die Schneideeinheit. Hier haben wir ein Litermaß von 500 Milliliter bis zu 1750 Milliliter. Hier auch nochmal. Das Glas ist sehr dick. Also kleinen Finger gucken dick und schwer. Ich setze es mal auf. Wie gesagt, bei dem Deckel kann man das obere abnehmen, um das Gerät zu befüllen.